Kapitel 5. Hastig kramte ich eine Reisetasche aus meinem Schrank und warf sie aufs Bett. Dann schnappte ich mir an Jeans und passenden Oberteilen, was ich in den Schubladen meiner Kommode finden ließ, und stopfte sie in die Tasche. Verschiedenes aus dem Bereich Unterwäsche packte ich obendrauf. Es folgte die Montur, die ich zum Verteilen von Arschtritten am liebsten trug. Elastisch mit eingearbeiteten Polstern an entscheidenden Stellen. Mein Geheimvorrat an Waffen fand ebenfalls seinen Weg in die Reisetasche. Zum Glück lagen die Wurfmesser alle schön griffbereit in einem Lederfutterreal von unauffälliger Größe. Meine Dolche, dazu gedacht und gemacht, rasch Kehlen oder Bäuche aufzuschlitzen, steckten in besonderen Messerscheiden. Ich warf sie auf das andere Zeug und zog den Reißverschluss zu. Draußen würde ich mir noch meine kleine, handliche 9mm Glock aus dem Auto holen. Nicht größer als mein Handteller verschoss sie Hohlmantelgeschosse aus Silber. Diese mit Silberspänen gefüllten Kugeln waren für die besonders lästigen und schwer zu tötenden Biester gedacht. Für Werwölfe waren Waffen etwas für Weicheier. Aber ich war willensbereit, alles ins Feld zu führen, nur um Selene auch wirklich zu besiegen. Weichei-Verdächtiges eingeschlossen. Draußen vor der Badezimmertür ließ ich die Reisetasche fallen. Mit fliegenden Fingern zog ich Fächer mit Schminkutensilien auf und raffte das Nötigste zusammen, um es dann in den geräumigen Außentaschen der Reisetasche unterzubringen. Mein langes schwarzes Haar band ich zu einem Pferdeschwanz zusammen, schön praktisch für unsere Reise. Stünden körperliche Auseinandersetzungen an, würde ich es wie immer zu einem Knoten zusammenwirbeln und inständig hoffen, er hielte, bis alles vorbei wäre. In weniger als 7 Minuten war ich zurück im Wohnzimmer. Tyler stand an der Wohnungstür und wartete auf mich. »Wo ist dein Zeug?«, fragte ich. »Schon im Auto.« »Welches Auto nehmen wir denn?« Ich schlang mir den breiten Riemen der Reisetasche über die Schulter. »Oh, und für den Fall, dass ich vergessen haben sollte, es zu erwähnen, Way wird uns begleiten.« »Way?« Tylers Gesichtsausdruck war ein einziges dickes Fragezeichen. »Du meinst doch nicht etwa den Cop, oder doch?« Er sah mich an und begriff. »Also echt jetzt, Jess, wir können doch niemanden wie den, ausgerechnet den, mitnehmen. Er wird uns ständig im Weg sein. Ganz sicher, und darüber hinaus ist er auch noch ein echtes Arschloch. Warum um alles in der Welt willst du dir und uns das antun?« Er hatte ja so recht. Aber anstatt ihm gleich zu antworten, griff ich um ihn herum nach dem Türknauf und öffnete die Wohnungstür. »Ich finde, ich habe einen guten Grund dafür. Ich weigere mich strikt, ihn umzubringen, nur weil er herausgefunden hat, wer ich bin. Er sollte zumindest die Chance bekommen, sich mit der Realität vertraut zu machen. Da es darauf hinauslief, dass er entweder mitkommen müsste oder umgebracht würde, habe ich mich für Ersteres entschieden. Mir fallen aus dem Stegreif gleich 20 Gründe ein, ihn besser umzubringen«, brummte Tyler hinter mir. »Ich möchte wetten, du kämpfst in weniger als einer Minute auf bestimmt 100 Gründe, aber das spielt keine Rolle. Ich habe mich entschieden und Schluss damit.« Ich trat in den Flur hinaus. »Machst du bitte noch das Licht aus, ja?« »Die Höhe deiner Stromrechnung darfst du wirklich als die geringste deiner Sorgen ansehen.« »Ich bin eben umweltbewusst, kapiert?« »Du hast einen echten Hammer gemietet?« Das geländegängige, gepanzerte Fahrzeug, das am Ende des Parkplatzes vor meinem Haus stand, war nicht nur ein monströses und materialisches Gefährt, sondern auch noch kanariengelb. »Was passte denn daran nicht?«, knurrte Tyler. »Was könnte das wohl sein? Lass mich mal überlegen. Ah ja, beispielsweise die Farbe, um mit dem Offensichtlichsten zu beginnen. Und wie wäre es damit? Das Ding ist ein echter Trumpf von einer Karre und fällt auf wie ein bunter Hund. Warum hast du nicht gleich das Batmobil genommen? Bruce Waynes Liebling ist sicher das einzige Auto in der Geschichte, das noch auffälliger ist als dieses quietschgelbe Monstrum da drüben.« Danny tauchte hinter Tyler auf und gab ihm einen Klaps auf die Schulter. »Siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt. Gelb ist in der Damenwelt nicht angesagt, springt einem zu sehr ins Auge. Frauen mögen Schwarz und dezente Sandtöne.« Unbeeindruckt von jeglicher Kritik legte Tyler die Hand auf die Motorhaube. »Nur zu deiner Information, ich habe den Hammer nicht gemietet, sondern gekauft. Ich habe diesen Typen aufgetan, der 2 Stunden Fahrt von hier entfernt alte Armeefahrzeuge straßentauglich macht. Der Hammer war verfügbar und ich war nicht in der Position, wählerisch zu sein.
Das ist ein fahrender Untersatz von beeindruckender Geländegängigkeit und vom Hof weg einsatzbereit. Also habe ich den Mann bezahlt, bin eingestiegen und losgefahren. Tyler hob eine Augenbraue, während er mich fixierte. Trotz der abendlichen Dunkelheit hatte ich keine Schwierigkeiten, das zu erkennen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir uns heimlich still und leise würden bewegen müssen. Ich hatte vielmehr den Eindruck, ein geräumiges, leistungsstarkes Fahrzeug brächte uns am ehesten an das gewünschte Ziel. »Ein bisschen von beidem wäre nett gewesen«, erwiderte ich. »Ein unverdächtiger Jeep Cherokee hätte zum Beispiel ganz und gar ausgereicht. Mit dem Ding auf Amerikas Straßen herumzukurven? Da können wir uns ja gleich eine Zielscheibe auf die Stirn malen. In Anbetracht dessen, was uns seit neuestem an Informationen vorliegt, wird ja wohl schon bald die gesamte übernatürliche Gemeinschaft reges Interesse an meinem Verbleib anmelden. Und wir liefern denen ein echtes Signalfeuer, dem sie nur zu folgen brauchen. Am liebsten hätte ich gegen die Riesenreifen des Monsterwagens getreten, so frustriert war ich. Mein ganzes Gefühlsleben spielte verrückt und sofort wuchs mir ein zarter Fellflaum auf den Arm. »Jazz, reg dich jetzt erstmal wieder ab«, sagte mein Bruder in ruhigem Ton. »Ich konnte ja nicht wissen, dass neue Erkenntnisse über dich alles auf den Kopf stellen würden. Wir waren nicht einmal ganze 2 Tage zu Hause. In Zukunft werde ich immer daran denken, dass auch verdecktes Operieren Teil unseres jeweiligen Plans zu sein hat. Aber bisher sehe ich niemanden, der unseren Aufbruch beobachtet. Also mach dir keine Gedanken.« Ich kapiere schon, dass ich ein bisschen überreagiere. Ich legte einen Schritt Distanz zwischen mich und den Hammer. »Aber jetzt mal die Karten auf den Tisch. Du hast allen Ernstes geglaubt, das gelbe Monsterding da ist die richtige Wahl?« »Das gelbe Monsterding ist gepanzert, hat 40 Zentimeter Bodenfreiheit, 2 Benzintanks, eine zusätzliche Batterie, einen Auspuffschnorchel für Tiefwasserfahrten, pannensichere, mit Polyterran statt luftgefüllte Reifen und schusssichere Scheiben. Außerdem hat es genug PS unter der Haube, um 160 Stundenkilometer zu schaffen.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust und ließ nur widerwillig den Respekt zu, der sich langsam einstellte. Mein Bruder hatte für alle Eventualitäten inklusive eines Raketenangriffs vorgesorgt und ich hatte einen Jeep Cherokee gewollt. Er hatte recht. »Okay«, ich seufzte. »Du hast gewonnen. Du hast den richtigen Fahrbahnuntersitz ausgesucht. Aber wir müssen jetzt augenblicklich los. Besser, wir hängen nicht länger mit Bebo hier herum.« Tyler setzte ein schiefes Grinsen auf und verbeugte sich. Es kam nicht sonderlich häufig vor, dass ich mich seinen Argumenten beugte. »Wir können jederzeit los. Sobald die Vampire da sind, heißt es.« »Darf ich dann bitte wissen, warum die ganze Welt hinter dir her sein wird?«, schaltete sich jetzt Danny ein. »Über die Tatsache hinaus, dass du die einzige weibliche deiner Art bist, natürlich.« »Ich erklär's dir später. Während der Fahrt haben wir noch mehr als genug Zeit zum Reden.« Danny, alles haarklein auseinander zu klamüsern, stand momentan nicht gerade weit oben auf der Tagesordnung. Ich ging um das Heck des Monster-Trucks herum. »Wo ist Way?« Danny deutete in den Fahrgastraum des Hammers. »Er ist abfahrbereit. Ist ein richtiger, riesengroßer Knuddelbär, der Kerl. Außer er wacht auf und beißt einem den Finger ab. Sollte es Way gelingen zu entkommen, würden wir ihn sicher wieder aufspüren können. Aber das würde alles nur noch komplizierter für uns machen, und bei meinem Vater würde er damit auch keine besondere Sympathie wecken. Im Gegenteil. Was ist übrigens mit Hausmeister Jeff? Bitte sag mir, dass Ermittlungen seinetwegen laufen, während wir weg sind. Jeff Arnold, der Hausmeister des Gebäudes, in dem ich wohnte, war ein Wehrwiesel. Wir hatten ihn geschnappt, als er in meine Wohnung eingebrochen war, kannten aber seine Motive nicht. Wir mussten unbedingt herausfinden, für wen er gearbeitet hatte und vor allem, was er bei mir gewollt hatte. Klar, die laufen. Heute Morgen habe ich deinen Vater ins Bild gesetzt. Er hat sofort ein paar Wölfe auf den Fall Arnold angesetzt. Wir sollten ein paar Antworten bekommen, sobald wir zurück sind. Sehr gut. Plötzlich halten Schritte vom Gehweg am anderen Ende des Parkplatzes zu uns hierüber. Ich war dabei, die Reisetasche auf der Ladefläche des Hammers zu verstauen. Ein kurzer Blick über die Schulter verriet mir, dass Nick und James auf dem Weg zu uns waren. Meine Tasche quetschte ich oben auf einem Stapel aus Kühlbehältern, Zelten, Schlafsäcken und Vorräten aller Art, der sowieso schon beinahe bis zum Fahrzeughimmel reichte. Mein Bruder war in der Tat gut und auf alles bis zum Ausnahmezustand vorbereitet. Während ich die Tasche verstaute, musterte ich Ways zusammengesunkene Gestalt im Wageninneren. Er saß auf der Rückbank und war ein wenig zur Seite gesackt.
Ich konnte die Enden seines Knebels erkennen und hörte ihn atmen, aber er war offenkundig bewusstlos. Wahrscheinlich hatte er Danny ordentlich Schwierigkeiten gemacht. Nick erreichte mich als erster. »Rieche ich da etwa Ray Hart?« Er spähte an mir vorbei auf den Rücksitz und schnüffelte in Rays Richtung, um sich zu vergewissern. »Ja, das mag nicht gerade ideal sein, aber ich habe es nicht über mich gebracht, ihn umzubringen«, erklärte ich. »Da spricht vielleicht meine schwache, menschliche Seite aus mir, aber mein Vater hat gesagt, wenn Ray sich einfügt, darf er am Leben bleiben.« ich weiß, er war jahrelang wie ein Besessener hinter mir her. Nur wollte mir, außer dem Umstand, dass er ein sturer Hund ist, kein Grund einfallen, seinem Leben ein unschönes Ende zu setzen.« »Du bist nicht schwach«, entgegnete Nick und klang dabei sehr überzeugt. »Für mich ist deine menschliche Seite so etwas wie ein Geschenk, eine Gabe, wenn du so willst. In unserer Welt ist Leidenschaft rar gesät, ich bewundere dich dafür.« Nick befreite sich von dem Rucksack, den er auf dem Rücken trug, und setzte ihn auf den Boden ab. »Ich habe mir erlaubt, ein paar Sachen zusammenzupacken, von denen ich glaube, sie könnten nützlich sein. Auf Tylers Bitte hin habe ich das hier besorgt.« Er holte ein schmales, schwarzes Plastikgehäuse mit einem stabilen Griff heraus. An der Seite war ein Schalter und obendrauf Metallbuchsen. »In dem Rucksack hier befinden sich 4 Satellitentelefone, die in diese Basisstation passen. Sie haben GPS-Chips, die Akkus sind voll, die Telefone also alle betriebsbereit.« Er stellte das Ladegerät auf den Boden. Dann öffnete er den Reißverschluss der Vordertasche und zog ein weiches, schwarzes Tuchbündel heraus, das mit einem Satinband zusammengebunden war. »Ich habe auch einige Wurfpfeile besorgt, die mit Zaubern belegt sind. Darunter sind Schlafzauber und Kältezauber, aber keine Tötungszauber, könnte ja sein, dass sie den Falschen treffen.« Er löste das Satinband und rollte vorsichtig das Tuchbündel auseinander, damit ich dessen Inhalt begutachten konnte. Die Zauber befanden sich in dickwandigen Glasfiolen, die auf Pfeilspitzen aus Metall saßen. Sie wurden jeweils von 2 breiten, elastischen Bändern in einer Art Patronengurt gehalten. Jeder Zaubertrank schimmerte in einer anderen Farbe. Marcy glaubt nicht, dass ihre Zauber stark genug sind, um eine Göttin außer Gefecht zu setzen, und ich glaube das auch nicht. Also haben wir Telly bezahlt, die Zauber zu wirken. Genau genommen war es Marcy. Mit Geld aus der Firmenkasse. Sie meinte, weil sie mit Telly verwandt ist, könne uns das 2% Rabatt eintragen. Er gluckste. Von Hexen bekam man niemals etwas umsonst. Alles, aber auch alles hatte einen Preis. Auf diese Weise funktionierte ihr System nun einmal. Wow! Ich nahm das aufgerollte Bündel, das Nick mir entgegenstreckte, und wog es vorsichtig in der Hand. Bannsprüche, Zaubertränke, Zauber jeder Art waren unglaublich teuer. Tellys Zauber jedoch waren durchaus geeignet, jedwede Bank zu sprengen. Aber sie waren auch unglaublich wirksam und mächtig. Ich möchte lieber nicht wissen, was ihr dafür ausgegeben habt, denn ich bin euch wirklich unglaublich dankbar. Dieses schöne Glücksgefühl will ich mir nicht dadurch ruinieren, dass ich von der gähnenden Leere erfahre, die bis zu meiner Rückkehr in unserer Kasse herrschen wird. Zauberpfeile benutzen wir regelmäßig. Übernatürliche haben die hässliche Angewohnheit, im Streitfall vollkommen unberechenbar und höchst ungesittet zu reagieren. Sie bei Bedarf ruhig zu stellen, war schon der halbe Sieg. Normalerweise besorgte Marcy das firmenintern für uns. Ihre Zauber funktionierten alle problemlos, aber sie war nur eine Hexe niederen Ranges. Tallulah Talbot, ihre Tante, spielte in einer ganz anderen Liga. Tante Tally kümmerte sich um die Belange der ortsansässigen übernatürlichen Gemeinde. Damit meine ich, sie hatte hier uneingeschränkt das Sagen. Ich war ihr noch nicht einmal nahe genug gekommen, um einen Blick auf sie zu haschen, geschweige denn sie persönlich kennenzulernen. Daher durften sich Hannon und Michaels besonders glücklich schätzen, dass Marcy für uns arbeitete. Immerhin verkaufte Tally ihre Zaubermacht nicht an jedermann. Eine derart mächtige Hexe auf unserer Seite zu wissen, war in etwa so wie Rückendeckung vom Terminator persönlich zu bekommen. Ich rollte das Bündel zusammen und gab es Nick zurück, der es neben den ganzen Satellitentelefonen und der Basisstationen wieder im Rucksack verstaute. Kaum war der wieder zu, suchte mein Partner und Freund diesem durchaus wertvollen Gepäckstück einen guten Platz auf der Ladefläche des Hammer. Als Nick damit fertig war, umarmte ich ihn zum Abschied. Unverfrorenerweise verschleierten mir plötzlich Tränen den Blick, eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht gemacht hatte.
In den letzten 7 Jahren, also seit ich das Habitat verlassen hatte, hatte es nur wenige Abschiede gegeben, die geeignet gewesen wären, mich im Umgang mit derart hochemotionalen Momenten zu üben. Die Zauber sind wirklich unschätzbar wichtig für uns. Danke, sagte ich, während ich an Nicks Hals hing. Ich melde mich, sobald ich die Gelegenheit dazu finde. Da sind noch ein paar andere kleine Überraschungen in dem Rucksack, okay? Erklärte Nick und drückte mich fest an sich. Bitte tu mir bloß einen Gefallen und pass auf, dass du in einem Stück zurückkommst, ja? Ich bin nämlich ziemlich fest davon überzeugt, dass ich in einer Welt, in der es dich nicht mehr gibt, nicht sonderlich gut zurande komme. Ich werde mir redliche Mühe geben, versprochen. Ich löste mich aus der Umarmung. Ich habe dich wirklich furchtbar gern. Er nickte und trat zur Seite, damit ich James auf Wiedersehen sagen konnte. Der nächste Abschied. Ich dich auch, Jess. Mach's gut und nochmal, pass gut auf dich auf. Hallo, Jessica. James kam auf mich zu und gab mir einen unschuldigen Freundschaftskuss auf die Wange. Ich wollte dich unbedingt noch einmal vor deiner Abreise sehen und dir eine erfolgreiche Suche wünschen. Wir waren uns seit meiner Rückkehr aus New Orleans nicht mehr über den Weg gelaufen. Danke, James. Aber wir beide kennen doch den wahren Grund, aus dem du hier bist. Damit du zu Hause berichten kannst, dass unsere Expeditionsvorbereitungen einen ordentlichen Eindruck machen und der Aufbruch bestens gelaufen ist. Mein Vater und ich hatten uns bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit voneinander verabschiedet, als ich unser Büro verlassen hatte. Ich hätte es nicht ertragen, wenn er aufgetaucht wäre und im letzten Moment doch noch seine Meinung geändert hätte und mich nicht hätte fahren lassen wollen. Wir waren daher beide der Meinung gewesen, es sei besser, er käme gar nicht erst her, um uns zu verabschieden. Wie bereits gesagt, passen Wölfe und große Gefühlsbewegungen so gar nicht zusammen. James lachte. Selbst hierbei war der irische Singsang, der seine Herkunft verriet, zu erahnen. Ich fühle mich durchschaut, aber trotzdem wünsche ich dir nur das Beste für deine Reise. Hoffentlich ist tatsächlich ausreichend für deinen Schutz gesorgt. Dem ersten Augenschein nach haben Tyler und Danny an alles gedacht. James war einer der größten Wölfe im Rudel, hatte dichtes, dunkles Haar und moosgrüne Augen. Er schien nur aus Muskeln zu bestehen und war unglaublich sexy. Wie üblich trug er ein schwarzes T-Shirt zu einer Cargohose. Ganz kurz lehnte ich den Kopf gegen seine Brust. Unsere Wölfe waren sich sozusagen flüchtig begegnet und meine Wölfin bellte als Zeichen dafür, dass sie James erkannte. Aber mehr war es auch nicht. Mein Leben wäre um einiges leichter gewesen, hätte das Schicksal mir einen Wolf zum Gefährten bestimmt. Meine Wölfin knurrte. Ich weiß, ich hab's ja kapiert. Wir gehen halt nie den einfachen Weg. Bestell meinem Vater, dass ich in guten Händen bin, sagte ich. Wir haben uns auf alles Erdenkliche vorbereitet. Ich hatte den Satz gerade zu Ende gesprochen, da erklang hinter mir ein Rauschen wie von einer Sturmböe, die in ein dichtes Blätterdach fährt. Gleich darauf ertönte es ein zweites Mal. Ich warf einen Blick über die Schulter. Die Vampire waren angekommen.